Hallo zusammen, MJ Update Folge 15. Ja, so lange bin ich schon für euch da. Und heute habe ich ein sehr emotionales Thema für euch mitgebracht. Und zwar dieses Buch hier, Humanitarian, The Real Michael Jackson von Paul Dwyer. Das ist ein Buch mit sehr emotionalen Geschichten rund um Michael Jackson. Und was dieses Buch und die Geschichten, die da drin stehen, so emotional machen, das werden wir gleich genauer besprechen. Und ja, das mache ich auch nicht alleine. Ich habe heute das erste Mal auch einen Gast in der Sendung, und zwar Paul Dwyer, der Autor dieses Buches. Der wird mir ein paar Fragen beantworten. Hallo Harry und your family, Michael Jackson in Deutschland. Ja, das ist MJ Update Folge 15 mit einem Special rund um Humanitarian, The Real Michael Jackson. Ich bin euer MJ Update Harry, und gerade vor dem Vorspann habt ihr einen Gruß von Paul Dwyer gehört und gesehen. Ja, damit grüßt er die deutschsprachige Michael Jackson Fangemeinde und auch alle anderen, die diese Folge hier mit Untertitel in anderen Sprachen sehen. Herzlich willkommen. Und bevor wir richtig loslegen, ja, würde ich einmal sagen, stellt sich Paul persönlich einmal kurz vor. Paul, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du machst. Hello Harry and the MJ family in Germany. My name's Paul Dwyer and I'm author of the book Humanitarian, The Real Michael Jackson, and now host of the podcast of the same name. Thank you, Harry, for reaching out and wanting to know more about the book and podcast. I'm happy to answer your questions. Ja, danke, Paul. Ja, schön, dass du dich vorgestellt hast. Und auch nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier für mich ein paar Fragen zu beantworten rund um dein Buch. Und wir dadurch die Arbeit, die du hier reingesteckt hast, besser kennenlernen und natürlich auch den wahren Michael Jackson dadurch besser kennenlernen. Insofern ist das auch, ja, für mich ein sehr interessantes Buch. Und ich kann kurz erzählen, wie ich darauf gekommen bin. Vor ein paar Wochen habe ich einen Tweet von Paul gesehen. Und da hat er sich bei Prince Michael, also Michael Jacksons Sohn, bedankt, dass er ihn in einem Interview genannt hat und als Referenz genannt hat, dass es da so ein Buch gibt. Da hat ein Fan Geschichten zusammengetragen von seinem Vater, wo über wohltätige Aktionen berichtet wird, die Michael Jackson gemacht hat. Und Paul hat sich bei Prince Michael dafür bedankt, dass er ihn da genannt hatte. Und da habe ich mir gedacht, wenn Prince Michael ihn nennt und diese Buchempfehlung so öffentlich ausspricht, muss das ein gutes Buch sein. Hab's mir direkt bestellt. Und als ich hier die ersten Seiten durchblätterte, die ersten Geschichten las und auch das Intro gelesen hatte vom Autor, wie so sein Werdegang ist, habe ich mich da auch wiedergefunden, weil ich bin ebenso lange Michael Jackson Fan wie Paul. Das war total interessant, das hier zu lesen, und auch die Beweggründe, warum er das Buch hier schreibt, da geht er ein bisschen drauf ein, und nach den ersten Geschichten war mir klar, da will ich eine Folge draus machen. Ich habe Paul kontaktiert und ihn gefragt, ob er bereit wäre, hier ein paar Fragen für mich zu beantworten, und das hat er auch direkt gemacht. Also es war ein super Kontakt. Da auch nochmal vielen, vielen Dank, Paul, dass du das gemacht hast. Und ja, jetzt beschäftigen wir uns nochmal ein bisschen mit dem Buch hier, und da gehen wir nochmal ins Detail. Ja, das Buch heißt Humanitarian, The Real Michael Jackson, also der Wohltäter oder der Mensch, der viele Projekte unterstützt hat. Der wahre Michael Jackson wird hier beleuchtet. Und viele von euch kennen sicherlich die großen Geschichten. Michael Jackson hat We Are The World gemacht. Er hat den Earth Song und Heal The World geschrieben. Viele kennen das Musikvideo zu Man in the Mirror mit den vielen, vielen Zusammenschnitten aus der Weltgeschichte. Jeder weiß, ja, Michael Jackson, der hat wohltätige Projekte sicherlich unterstützt. Aber im Detail, was Michael Jackson genau wo und wann gemacht hat, das wissen viele gar nicht, weil darüber auch nicht berichtet wurde, weil die Medien das ignorieren, weil aber auch Michael Jackson auch sehr vieles ja privat haben wollte. Er wollte keinen Medienwirbel haben, wenn er irgendwo jemanden besuchte. Und auf diese Geschichten werden wir gleich eingehen. Und da stellt sich mir natürlich die Frage auch direkt an Paul,
Was hat dich bewegt, dieses Buch zu schreiben? Why was it important for me to write such a book? I found it important to write Humanitarian because after years of being a Michael Jackson fan and knowing about all the humanitarian work he was doing, I found it really frustrating and unjust and unfair that the media blatantly ignored this massive side of Michael Jackson and this work that he was doing. I thought it was really unfair that they would print lies and talk about a narrative that seemed to be always negative about Michael Jackson, yet here he was on a daily basis doing beautiful things to help thousands and thousands of people and children all around the world, and none of it was reported on. So I wanted to get those stories out there into the world, and so I started documenting and researching all those humanitarian efforts, and before I knew it, I had enough for a full book. So I published that, and I'm very happy that those stories are getting out there. And now with my podcast, some of the stories that were in the book and some more stories that weren't in the book are getting out there as well, and I'm really happy because people that read books will learn about Michael's humanitarian work from my book, but there's also a big portion of people that might not read books that might listen to podcasts or watch YouTube videos that can now look up Humanitarian, the real Michael Jackson, and hear these stories as well as read them. Ja, vielen Dank, Paul. Ich kann das total nachvollziehen, den Grund, warum du dieses Buch gemacht hast, dass die Medien immer so negativ über Michael Jackson eingestellt sind, immer nur das Negative berichten, immer nur Blödsinn schreiben und Michael Jackson wirklich sehr scharf angreifen und dabei eben nicht gesehen wird, was Michael Jackson zu Lebzeiten alles getan hat. Und auch die Geschichten, die ja Zeitzeugen erzählen, werden auch gänzlich von den Medien ignoriert. Der wahre Michael Jackson, der befindet sich in Büchern wie diesen. Also da nochmal super Buch. Und ja, und da schauen wir jetzt mal rein. Das Buch fängt an auf Seite 8. Da ist so die erste Geschichte, wo Michael die 6-jährige Leslie Robinette das erste Mal besucht, die auch eine schwere Erkrankung hat, die sich erinnert, dass sie Michael Jackson, die war im Krankenhaus, auf einmal hörte sie ein großes Durcheinander im Flur, die Krankenschwester kam zu ihr und fragte, sie war gerade, sie schreibt hier auch, sie war gerade looking through the window von den Jackson 5 am Hören, und da kam die Krankenschwester und sagte, die Jackson 5 sind hier, wen möchtest du von den Brüdern gerne treffen? Und da sagte sie Michael. Und ja, da kam Michael zu ihr, sie redeten zusammen. Und auch, ja, was schreibt sie hier? Sie würde niemals sagen, dass Michael ihr das Leben gerettet hat, das wäre verrückt. Aber er gab ihr ein bisschen von den Willen zurück in das Leben zu finden, weil sie das verloren hatte. Und Michael erkundigte sich, als er sie besucht hatte, nach ihrer Gesundheit, wie es ihr ging. Und 11 Jahre später, das hier war 7. März 1973, und 11 Jahre später war Leslie Gast von Michael auf der Victory Tour in Greenville, Tennessee. Und da hat sie kostenlose Tickets bekommen, Backstage. Und da hat sie ihn gefragt, kannst du dich noch an mich erinnern? Also Leslie fragte Michael, ob er sich noch an sie erinnern konnte. Und Michael sagte, ja, klar. Er sagte, ja. Und sie haben über den Genesungsprozess gesprochen. Und Michael hat sie dann noch zu ihren persönlichen Gästen gemacht, sodass sie im VIP-Bereich sitzen konnte, neben Michaels Mutter. Und das war 1973, da war Michael 14, als sie ihn das erste Mal sah, und 73, 10 Jahre älter, war er 24. Ja, oder 11 Jahre, 24, 25 wird er da gewesen sein. Dann im August 83 besuchte Michael das erste Mal das Broadman Medical Center, das er später auch nochmal besuchen musste, aus eigenen Erfahrungen. Im August 83 besuchte aber hier das erste Mal Patienten, und zwar das erste Mal die 41-jährige Bessie Henderson, die sich auch erinnert,
und dass Maike, und sie erinnert sich auch daran, dass es ihr danach gut ging. Sie kämpfte mit Depressionen, aber nachdem Maike sie besuchte, hat sie wieder Mut gefasst und hat auch die Verletzung überstanden. Im Januar, 27. Januar 1984, wurde Michael Jackson durch den Pepsi-Werbespot selbst Opfer von einer Brandverletzung. Auf seiner Kopfhaut musste ihm Eigenhaut transplantiert werden. Und in seiner Zeit, in der er in diesem Krankenhaus war, also auch im Broadman Medical Center, besuchte er auch immer wieder andere Patienten. Und hier ist die Geschichte dokumentiert, dass Michael den 23-jährigen Keith Perry besuchte, der Verbrennungen dritten Grades hatte und über 95% von seinem Körper mit Brandverletzungen überzogen waren und Keith 14 Operationen erleiden musste. Und Michael sprach mit ihnen und sie verbrachen stundenlang mit Gesprächen, erinnert sich die Krankenhaussprecherin Judy Davis. Und auch hier ist das wieder eine schöne Geschichte, dass Michael eben nicht nur kurz vorbeischaute, Autogramme ging und wieder weg war, sondern er nahm sich Zeit und wie hier eben steht, dass er stundenlang mit dem Patienten Zeit verbrachte. Im April 1984 ist die Geschichte von David Smithy dokumentiert, ein 14 Jahre alter Junge, der von Michael auf sein damaliges Anwesen in Encino eingeladen wurde. Und David schaute mit Michael zusammen Filme an im Heimtheater. Sie spielten Videos. Michael zeigte ihm, wie man den Moonwalk macht. David sagte dann später, ich habe zwei Videospiele mit ihm gespielt und habe ihn zweimal auch geschlagen dabei. Das Ganze wurde nur noch dadurch getoppt, dass Michael ihm seine Beaded-Jacke schenkte aus dem Video und noch einen Handschuh, den er bei den American Music Awards trug. David starb dann auch 7 Wochen später nach seinem Besuch auf Encino. Und das Album Victory wurde David von Michael auch gewidmet. Und Davids Mutter hatte nach Michaels Tod 2009 in einem Interview von den Erinnerungen erzählt. Ich habe wunderbare Erinnerungen an meinen Sohn und wie Michael mit ihm umging, sagte sie. Michael gab uns die glücklichste Zeit in unserem Leben und David starb sehr glücklich. Und Karin hat immer noch die Jacke und hält das alles zu Hause unter Verschluss. Also das ist eine Geschichte, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich das so lese. Das finde ich wirklich, also das ist sehr, sehr berührend. Im Juli, 14. Juli 1984, gibt es die Geschichte von Leroy Robinson. Er hatte einen Gehirntumor und er war Gast der Victory Tour in Dallas, Texas. Und Michael arrangierte, dass er mit seiner Familie dorthin transportiert werden konnte. Er konnte so mit der gesamten Familie das Konzert besuchen. Und anschließend lud er die Familie auch noch zu sich ins Hotel ein. Und da haben die sich getroffen, die haben miteinander gesprochen. Und Autogramme, einen signierten Handschuh hat die Familie bekommen. Und Michael hatte Leroys Vater gesagt, ob er über den Genesungsprozess informiert werden kann, wie sich das Ganze entwickelt. Und so blieben sie 2 Jahre lang noch in Kontakt und hielten Michael auch auf dem Laufenden. Und der Vater erinnert sich, dass er Leroy nie so glücklich erlebt hat wie in dieser Zeit. Und er erinnert sich, dass er vor dem Konzert eine Vollzeitkrankenschwester brauchte und sich der Gesundheitszustand dramatisch verschlechterte. Und nach dem Konzert ging es ihm deutlich besser. Er konnte wieder zurück in die Schule gehen und sogar mit dem Fahrrad fahren. Und ja, 2 Jahre später ist er aber dann leider auch
gestorben. Hier ist dann noch die Geschichte aus 86 dokumentiert. Michael ging mit der 8-jährigen Amanda Porter in Kontakt, die eine genetische Augenerkrankung hatte. Michael sah einen Bericht von Amanda im Fernsehen, wo sie sagte, dass sie Michael liebe. Ja, und als Michael das sah, fuhr er zu ihrem Hotel mit Geschenken und begrüßte sie. Und die beiden blieben 20 Jahre lang befreundet. Und Amandas Mutter Carol Nowicki sagte, Michael hörte nicht auf, ja, eine freundschaftliche Beziehung zu Amanda zu führen über all die Jahre. Und auch selbst, als sie beide Kinder hatten. Auch das zeigt, dass Michael auch da Interesse hatte, lange Freundschaften aus diesen schweren Schicksalen herauszuholen. In September 87 war Michael Jackson in Japan unterwegs und da startete die Bad Tour. Und da übernahm Michael Jackson die kompletten Beerdigungskosten für einen Jungen und die Familie, der in Japan Yoshiaki, der in Japan eben gekidnappt und getötet wurde. Auf der nächsten Seite, 26, 27, da wird von zwei Familien berichtet, die Michael Jackson als sehr inspirierend, voller Freude, aber auch sehr schüchtern berichten und die sich auch selbst Jahre später noch daran erinnern. Da haben wir einmal vom 13. November 87 die Geschichte, die sind beide von während der Bad Tour entstanden. Das heißt, auch auf seiner Bad Tour hat er schon die Pausen genutzt, um eben Krankenhäuser, Waisenhäuser, Kinderheime zu besuchen und hat hier eben auch in Melbourne, Australien, das Royal Children Hospital besucht. Und zwar Angela Darlington erinnert sich 21 Jahre später, meine Tochter Angela, die Mutter, Helen ist das, meine Tochter Angela, war nach einem schweren Autounfall im Krankenhaus. Und eines Tages wurde ihr gesagt, dass Michael Jackson das Krankenhaus besuchen kommen wird. Aber man sollte es geheim halten, damit das Krankenhaus nicht voller Fans sich füllt. Und da wurden halt viele T-Shirts verteilt, als er kam. Er verteilte Autogramme, Kopien vom Bad-Album, signierte sie. Dann spazierte er herum und redete mit den Eltern. Ich sagte Hallo, er bat mich zu sich, er war sehr, sehr nett und freundlich und schüchtern und sie merkte, dass er eine große Anteilnahme hat und Liebe für die Kinder, die krank sind. Dann ging er runter in die Knie zu und sagte Hallo Angela und sie konnte nicht reden, weil sie noch im Koma war. Aber sie startete an, sie lächelte. Und nach diesem Tag ging es ihr immer besser. Dankte Gott, dass Michael in das Krankenhaus gesendet wurde. Und direkt gegenüber ist die Geschichte auch in Australien. Und hier auf der gegenüberliegenden Seite vom 18. November, auch in Australien, in Sydney, im Children's Hospital, erinnert sich auch eine Mutter daran, wie Michael im Krankenhaus Geschenke verteilte und von Bett zu Bett ging, mit jedem Kind einzeln sprach. Und sie beschreibt auch diese Situation als, und sie beschreibt Michael da auch als sehr warmherzigen Besucher und dass die, und sie dankt Gott, dass er geschickt wurde, um dort eben die Kinder zu besuchen. Ja, jetzt habe ich euch einige Geschichten aus diesem Buch schon erzählt, die, wie ich finde, sehr emotional sind. Und das ist ja wirklich nur ein Auszug. Hier sind noch viele, viele weitere Geschichten drin, dieser Art. Aber da würde mich auch mal interessieren, welche Geschichte Paul aus seinem zusammengestellten Buch er am emotionalsten fand. Also Paul, welche Geschichte hat dich am meisten berührt?
which story in my book moved me emotionally. That's really hard. There's quite a few stories that have moved me emotionally. One of the ones was from Cleveland Elementary School in Stockton, California in 1989. There was a mass shooting at a school, and children were killed and many others injured. And Michael Jackson visited that school a couple of weeks later. It touched me because it was just an act of kindness. It wasn't about giving money, although he did bring gifts for the children. It was just about being present and connecting with the children and giving them hope. And Michael Jackson always knew the value of hope. It wasn't always just a monetary donation. There was a lot more that Michael Jackson did. These kids were too scared to go back to school. But once Michael Jackson showed up and went to the school, the little kids said, well, if Michael Jackson can go, we can go back to school. So all these kids went back to school. If it wasn't for him, it would have been a lot more traumatic and it might have taken a lot longer for them to go back to school and get their education. There's also a lot of stories in the book about cancer and various illness patients going to Neverland or spending time with Michael and just talking about the amazing time that they had and then getting better from their illnesses. So many stories that are really touching. Hard to pinpoint one. Ja, da kann ich Paul auch wieder nur zustimmen. Es ist wirklich schwierig, sich hieraus auf die eine Geschichte, die am emotionalsten ist, festzulegen. Hier sind einfach so viele emotionale Geschichten drin. Geschichten, wo man beim Lesen Gänsehaut bekommt, weil es einfach so rührend ist. Ja, wie was die Menschen erlebt haben, die ja auch sehr schwere Schicksale haben. Und die Geschichte der Cleveland Elementary School, der Grundschule, ist hier auch dokumentiert. Und an die Geschichte kann ich mich auch erinnern. Da gab es damals auch sogar einen Bericht in der Bravo drüber. Aber daran konnte ich mich erinnern. Und die Geschichte, wie Paul auch gerade gesagt hat, Michael hat Hoffnung gegeben, dass die Kinder wieder zurück in die Schule kommen. Und die Kinder kamen auch wieder zurück in die Schule. Und auch hier ein gutes Zeichen, dass ihm wirklich was daran lag. Ja, schauen wir uns noch ein paar weitere Geschichten an. Am 11. April 90. Ja, da geht es um Ryan White, ein Junge, der in den USA an HIV erkrankt ist durch eine Blutkonserve, die infiziert war mit dem HIV-Virus. Und Ryan White wurde in den USA dadurch ja auch selbst sehr bekannt, weil er diese Krankheit öffentlich machte. Er selbst musste auch mit sehr viel Ausgrenzung leben, auch in seiner Schule, in seinem Umfeld. Und Michael Jackson hörte von Ryan White und freundete sich mit ihm an. Und er lud Ryan White und die Familie zu sich nach Hause ein auf Neverland und verbrachten dort auch, ich meine, eine Woche oder auch eine längere Zeit. Sie waren lange befreundet. Und Michael versprach Ryan, dass er in seinem nächsten Video dabei sein konnte. Und leider erlebte Ryan das nicht mehr, weil er im April 1990 verstarb. Und er wandte sich dann an seine Mutter und er sagte seiner Mutter, ich glaube, ich hätte da eine Idee, wie wir Ryan doch noch diesen Wunsch posthum erfüllen könnten. Und dann wurde daraus das Gone Too Soon Video, was er Ryan gewidmet hatte. Ja, hier habe ich es nochmal. Im Dezember 89 verbrachte Ryan White eine Woche auf Neverland. Genau, eine ganze Seite ist dem Ereignis hier gewidmet. Und ja, Ryans Mutter erinnert sich auch an diese Zeit und sie hat auch, als Michael Jackson starb, ich meine mich dazu erinnern, auch immer wieder in Interviews darüber berichtet, dass Michael und Ryan eine wirklich tolle Freundschaft hatten und dass er wirklich Ryan auch half, mit der Krankheit besser umzugehen. In der Geschichte vom November 1990 wurde der an Lungenkrebs erkrankte John Brown und seine Familie nach Neverland von Michael Jackson eingeflogen. Michael bezahlte für alles und sie verbrachten auf Neverland
eine unglaublich gute Zeit. Und Johns Schwester erinnert sich, es war wundervoll, das ist fantastisch, herzzerreißend. John konnte es nicht glauben. Michael ist sein liebster Popstar. Es war noch genau in der richtigen Zeit für John. Er wusste, dass er sterben wird. Er wusste, dass er nur noch Wochen zu leben hatte. Und Michael ermöglichte ihn damit, in eben auch noch so einen letzten Traum oder einen letzten Wunsch wahr zu werden. Im Mai 92 gibt es die Geschichte von dem kleinen Rinal Pope. Der wurde von einem Hund mit 4 Bissen gebissen, und zwar so schwer, dass er auf die Intensivstation musste. Das war in Washington DC. Und Michael besuchte ihn und die Geschwister, als es ihm besser ging. Und auch hier machte er wieder Geschenke, er tanzte und Michael gab ihm eine signierte Beaded-Jacke. Auf Seite 76 sind auch wieder sehr emotionale Geschichten. Da warf eine Mutter ein Kind aus dem Fenster oder ihre Kinder aus dem Fenster. Eins überlebte, eins starb. Und das war die Beerdigung von Craig Fleming. Michael bezahlte für den Überlebenden die Krankenhauskosten und widmete ihn den Song Childhood vom History-Album. Und er war auch involviert in der Trauer, in der Beerdigungszeremonie. Ja, das sind auf jeden Fall auch ganz viele Geschichten, wo einen so auch sehr emotional, die mich auf jeden Fall berühren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, das sind schwere Themen. Und hier gibt es noch eine ganze Reihe weitere Themen. Also ihr merkt, die Geschichten sind sehr emotional und auch sehr, also auf der einen Seite unterschiedlich, weil natürlich immer unterschiedliche Erkrankungen sind, unterschiedliche Orte. Aber auf der anderen Seite auch wiederholend, in welcher Intensität Michael diese Familien, diese Kinder besuchte und auch ein wirkliches Interesse hatte zu erfahren, wie geht es denn diesen Kindern? Was kann man machen, damit es ihnen besser geht? Er erfüllt letzte Wünsche vor Kindern, die kurz vor ihrem Tod stehen. Kinder erleben ein Glücksgefühl, dass es ihnen wieder besser geht. Und auch Angehörige, auch Jahre später, erinnern sich die Angehörigen an diese Situationen, an diese Besuche. Und die erinnern sich, wie viel Freude das nochmal den Kindern gebracht hat. Entweder ihnen selbst, weil sie das damals erlebt haben, weil sie heute noch zum Glück leben. Oder die Angehörigen, die Eltern erinnern sich, wie viel Freude das noch in den letzten Monaten des Lebens ihrer Kinder ihnen gebracht hatte. Und damit ist das wirklich ein sehr emotionales Sammelsurium an Geschichten, die es auf jeden Fall wert sind, dass sie das Licht der Welt erblicken, dass die Menschen das erfahren, was hier steht. Ja, auch hier, jetzt bin ich ja wieder an einer Geschichte gestolpert. 23. Juli 96 besucht Michael während der History Tour den jungen Bela Farkas, und den hat er 1994, als er auch in Budapest war, da hat er diesen History-Teaser gedreht und hat er auch mit seiner damaligen Frau Lisa Marie Presley Kinderkrankenhäuser besucht, und dort hat er Bela eine lebensrettende OP bezahlt. Ich meine, er wurde sogar in die USA eingeflogen, weil er dort eine Transplantation bekam, und auf der History-Tour hat er den Jungen wieder besucht. Auch hier, ich weiß, ich wiederhole mich, es ging Michael nie darum, irgendwo schnell hinzufahren, einen Scheck zu unterschreiben und wieder zu gehen. In den Geschichten wird halt klar, dass er auch wirklich Zeit verbrachte, ohne Mundschutz, ohne Sonnenbrille. Er hat sich für die Geschichten wirklich interessiert, muss man da sagen. Ich finde, das ist etwas, was insgesamt in der Berichterstattung rund um Michael Jackson viel zu kurz kommt. Ja, und deshalb auch nochmal die Frage an Paul. Was glaubst du, warum sollte Michael Jackson als Humanitarian, als Wohltäter in Erinnerung bleiben?
Why should Michael Jackson be remembered as a humanitarian? I think Michael Jackson should be remembered for a few things. The King of Pop. He was the King of Pop. He was an innovator. He was an artist who set the boundaries and the standards for many, many artists to come. He broke through the barriers worldwide. There are some countries that don't speak English that love Michael Jackson. So he should be remembered for his musical prowess and his legendary status as the king. But I think the human being, Michael Jackson, should also be remembered for the heart that he had and his character. And that heart and character can be summed up in my book by looking at the good things he did, the things he did away from the media, all the people he helped, the charities he supported, and all the hospitals and orphanages that he visited. So that's why I wanted to document all those things, so that we could remember Michael Jackson, the human being, as well as Michael Jackson, the superstar. Ja, den habe ich nichts hinzuzufügen. Michael Jackson sollte natürlich als der King of Pop, der Musiker, der Künstler in Erinnerung bleiben, aber natürlich auch als der Humanitarian, wie er eben in diesem Buch auch beschrieben wird. Und ich habe hier noch einiges zusammengefasst. Das ist auch nochmal die Schlagzahl, wie oft Michael auch wirklich was gemacht hat, vor allem wenn er auf Tourneen war. Und da habe ich mich nochmal intensiver mit der Dangerous Tour auseinandergesetzt. Bei der Dangerous Tour ist es ja so, dass er die kompletten Einnahmen der Dangerous Tour gespendet hat. Das waren geschätzt 100 Millionen US-Dollar. Und da ging auch an sehr viele unterschiedliche Hilfsorganisationen, AIDS-Organisationen, die Ronald McDonald-Stiftung, Ronald McDonald Camp Stiftung, Make-A-Wish war ja ein fester Partner, Diabetes Organization, Minority AIDS Foundation. Und Michael war auch während der Tour ständig im Einsatz dafür. Am 26. Juni hatte er 40.000 Dollar in München gespendet. Am 29. Juni 100.000 Pfund in Rotterdam. In Juli war er in Irland, hat dort auch immer wieder Waisenhäuser, Krankenhäuser besucht. In Irland, UK, Italien. Er gründete die Heal LA Organisation, die sich eben um benachteiligte Kinder in Los Angeles kümmert. Und was ja auch von seinem Sohn Prinz Michael wieder aufgenommen wurde. Auch im zweiten Teil ging es auch so weiter, obwohl Michael gerade beim zweiten Teil der Dangerous Tour, als die in Bangkok startete, mit schweren Anschuldigungen und sehr schlechter Presse zu kämpfen hatte, war das für ihn kein Grund, damit aufzuhören. Er ließ eine niederländische Familie einfliegen, wo der Sohn nur noch kurze Zeit zu leben hatte. In Moskau besuchte er Krankenhäuser und auch auf der History Tour ging es ebenso weiter. Also es sind so viele Geschichten auf Seite 98 in Mailand, Italien, wo er auch ein Konzert gab. Da besuchte er den 14 Jahre alten Daniel Parisi, der an HIV erkrankt war und bei dem schon AIDS ausgebrochen war. Der Junge konnte nicht mehr gehen. Er wurde von Michael auf die Bühne getragen zu Heal the World. Und da gibt es auch ein Foto von. Und danach besuchten sie Michael in seiner Garderobe, wo Michael ihnen dann auch CDs, PlayStation, Games und Kleidung mitgab und schenkte. Und die Adoptivmutter von dem Sohn vergisst niemals, was Michael für ihren Sohn Daniel gemacht hat. Nach dem Treffen mit Michael sagte der Arzt, das ist wie ein Wunder. Für einige Monate war es so, als hätte er kein AIDS. Er begann zu gehen und zu rennen. Er startete besser zu essen. Es ging ihm einfach besser mit dieser schweren Erkrankung. Aber später ist er dann natürlich gestorben. Ja, das sind diese vielen, vielen kleinen Geschichten, die in diesem Buch festgehalten sind. Und
Und in dem Buch ist auch eine Geschichte über ein älteres Ehepaar dokumentiert. Da ging es um einen Flug im Dezember 97. Da ging es einer älteren Dame nicht so gut. Und Michael bekam davon im Flugzeug mit. Es war ein normaler Linienflug, kein Privatjet innerhalb der USA, irgendwie vom Westen in den Osten. Und ja, im Flug ging es dieser älteren Dame nicht so gut und Michael bot dann spontan an, seinen Platz an, damit die Frau sich eben hinlegen konnte. Er hatte Business Class oder First Class und die Frau konnte sich in Ruhe hinlegen und Michael redete dann den Flug über mit dem Mann. Und nach dem Flug endete das Ganze auch nicht. Michael bot auch an, das ältere Paar nach Hause zu bringen, damit die auch sicher zu Hause ankamen. Und hat dort alles fertig gemacht, die Limousine fertig gemacht und so wurde das ältere Ehepaar von Michael nach Hause gebracht. Und als die zu Hause ankamen, hat Michael auch angepackt und hat die Koffer aus dem Wagen getragen. Und die Familie, die Eltern, vermutlich die Kinder entgegennahmen, waren total überrascht. Da kommt eine Limousine, die haben schon mit dem Schlimmsten gerechnet, oder das ist der Leichenwagen. Aber nein, es war Michaels Limousine und dann ist das ältere Ehepaar ausgestiegen. Michael hat den Kofferraum aufgemacht, die Koffer rausgeholt und alle haben ganz verdutzt geguckt, weil auf einmal Michael da stand. Und das war irgendwie die Vorweihnachtszeit. Und die hatten Michael dann auch noch eingeladen zu der Feier, Familienfeier, was Michael aber dann abgelehnt hatte. Und dann ist er an der Stelle gefahren. Wenn man durch dieses Buch blättert und auch all die Fotos und all die Geschichten sich anschaut und durchliest und was dahinter steckt, ist es ein sehr rührendes, emotionales und bewegendes Buch. Und ja, Paul, warum ist es wichtig, dass Michael Jackson als humanitärer Helfer, als Humanitarian in Erinnerung bleibt? Da nochmal die letzte Frage an dich. Why is it important that people do not forget who MJ really was? Well, as we've seen since Michael Jackson's passing in 2009, the media and various people, the vultures, will continue to print all the negative stuff. They will make up lies. Still, 14 years after his passing, they will make up lies. They will print garbage. And I think the only way to combat that is to continue to talk about the truth and to talk about the work that he did, to talk about his music, but to also talk about his humanitarian efforts and the work that he did over so many years, his entire lifetime. He gave a lot of himself to his music. But he also gave a lot of himself and his heart to helping others. And I think that's not only important to remember about Michael Jackson, I think it's also important to talk about because it can motivate and inspire other people to do good and to help others and to be kind. And that was Michael Jackson's message. L-O-V-E, be kind. Yeah, dem. Auch dem ist nichts hinzuzufügen. L-O-V-E, das war Michael Jacksons Message. Und diese Message wird umso klarer, wenn man sich mit diesem Buch beschäftigt und wenn man sich wirklich intensiv auch mit dem Michael Jackson beschäftigt, was er gemacht hat, welche humanitären Organisationen er unterstützt hat und wo er eben tatsächlich auch selbst direkt geholfen hat. Ja, und wie Paul gesagt hat, ist es wichtig, dass das nicht vergessen wird. Weil eben doch die negative Berichterstattung dominiert. Und da liegt es dann auch an uns Fans, diese Aufklärungsarbeit zu machen und der Welt zu zeigen, Michael Jackson hat wirklich geholfen und nicht nur Schecks unterschrieben und hat Zeit verbracht und sich gekümmert und auch wirklich Interesse gehabt. Hier kann ich auch noch Hier bin ich gerade noch über eine Geschichte gestolpert von der Wolf-Familie, die ihr vielleicht kennt, eine deutsche Familie, die damals 2003, ich meine, das war die Oder-Flut, zum Opfer fiel. Die Familie hat alles verloren. Michael Jackson hat damals auch gespendet, hat eine Jacke gespendet. Da gab es auch auf Sat.1 irgendwie so ein kurzes Video für eine Spendenaktion, wo Michael Jackson zu sehen war. Und er hat diese Wolf-Familie dann auch zu sich eingeladen als ein
eine Familie, die halt sehr stark von der Flugkatastrophe betroffen war. Und da, die Familie konnte dann einmal zu Michael Jackson nach Neverland reisen für 3 Tage und waren dort eben Michaels Gast in der Zeit. Ja, und wenn man hier so durchblättert, auch in den späten Jahren 2003, 4 und 5, wo Michael ja auch den schweren Prozess hatte, den er durchleben musste. In der Zeit hat er zum Beispiel, ich meine, das war 2004, über 200 Familien auf sich auf Neverland eingeladen, die dann auf Neverland auch eine gute Zeit verbringen konnten. Und bis zum Schluss hat Michael eben Gutes getan, bis hin zu seinem Testament, wo ja festgehalten ist, dass auch 20% seiner posthum eingenommenen Einnahmen weiterhin gespendet werden. Das heißt, auch über seinen Tod hinaus, jetzt ganz aktuell, gehen 20% seiner Gewinne immer noch an Wohltätigkeitsorganisationen. Und auch interessant, ab Seite 150 sind alle Hilfsorganisationen aufgeführt, die Michael Jackson nachweislich unterstützt hat. Und das geht über mehrere Seiten. Hier sind 146 Hilfsorganisationen drin, von A bis Z. Unglaublich viele Hilfsorganisationen, die er über sein ganzes Leben hinweg unterstützt hat. Ja, all diese Geschichten, die in diesem Buch zusammengetragen wurden, machen dieses Buch zu einer absoluten Kaufempfehlung. Also wenn ihr es nicht kennt oder bis jetzt noch nicht kanntet, kann ich es euch auf jeden Fall nur empfehlen, dieses Buch euch zuzulegen und sich mit den Geschichten und dem wahren Michael Jackson zu beschäftigen. Und auch wenn ihr nicht gerne lesen solltet, hat Paul ja eben auch selbst gesagt, es gibt einen Podcast, der nennt sich genauso Humanitarian, The Real Michael Jackson. Da gibt es aktuell 7 Folgen und die 8. Folge wurde gerade angeteasert. Da erzählen auch Menschen aus diesem Buch, die heute noch leben, von ihren Erlebnissen mit Michael. In Folge 7 habe ich reingeschaut. Da ging es um einen Fan aus Irland. Sie hat damals Michael auf der History Tour erleben dürfen und sie wurde spontan auf die Bühne auch gebeten, ob sie Lust hat, zu Heal the World mit Michael zusammen auf der Bühne zu sein. Sie ist aus dem Rollstuhlbereich eben auf die Bühne gekommen und hat dort Michael erlebt. Und da erzählt sie auch im Podcast, wie es dazu kam und was das für sie auch bedeutet hatte, dass sie diese Möglichkeit hatte, mit Michael dort auf der Bühne zu stehen. Und auch in den anderen Teilen, also diesen Teil habe ich mir angeschaut, die anderen Teile habe ich mir noch nicht angehört, die werde ich aber auch noch sicherlich nachholen. Und der neue Teil, der dürfte jetzt auch irgendwann rauskommen, kann ich euch auch nur empfehlen, da mal reinzuhören. Es ist allerdings natürlich auf Englisch und im Notfall kann man auch alles über Google Sprachtranslator oder DeepL oder in dem klassischen Wörterbuch zur Hand, um die Worte, die ihr nicht versteht, dann auch genau zu übersetzen. Und man lernt dann auch noch was dabei. Das ist ja auch immer gut. Ja, das ist das Buch. Das ist die heutige Folge. MJ Update Folge 15. Humanitarian, The Real Michael Jackson. Ich hoffe, ich konnte noch mal eine andere Seite von Michael Jackson euch erzählen. Vielleicht habt ihr ja auch oder kennt ihr ja auch Geschichten von Michael Jackson. Vielleicht kennt ihr auch das Buch und euch fallen noch Geschichten ein, die dort nicht drin stehen, die dokumentiert sind, oder ihr kennt Menschen, die vielleicht auch mal die Möglichkeit hatten, Michael Jackson zu treffen in einer besonderen Situation. Teilt es gerne in den Kommentaren oder wendet euch doch direkt an Paul DeWoyer und teilt ihm das mit. Vielleicht kann er das für eine zukünftige Neuauflage des Buches berücksichtigen oder auch sowas in seinem Podcast erwähnen. Er freut sich da bestimmt. Es war ein super Kontakt mit Paul. Find das super, dass du dich hier gemeldet hast, auch auf meine Anfrage, dass du hier in dieser Folge dein Videomaterial auch mir zur Verfügung gestellt hast, dass ich das hier so reinarbeiten kann. Ich hoffe auch, Paul, du bist mit der Folge zufrieden. Ja, und an dieser Stelle ist es für mich Zeit, auch wieder mich zu verabschieden. Ich habe keine Ahnung, es war auf jeden Fall eine Riesenarbeit, diese Folge heute zu machen, weil die Ausschnitte von Paul, die habe ich vorher bekommen. Und jetzt habe ich drumherum versucht, diese Episode um Pauls Video zu schneiden.
die Fragen, die er mir beantwortet, die habe ich ihm natürlich gestellt vorher im Vorfeld. Und ja, und jetzt habe ich im Nachgang die Videos dazu gedreht und ich hoffe, dass das hier eine tolle Folge wird und dass auch dieses Gefühl, das ich vermitteln wollte, dass Michael Jackson wirklich es am Herzen lag, wirklich die Welt zu einem besseren Ort zu machen und dazu auch beigetragen hat und auch aktiv was dafür getan hat. Und ich hoffe, dass ich das transportieren konnte. Ich hoffe, dass ich das mit dieser Folge transportieren konnte, dass ich euch Michael Jackson hier nochmal näher bringen konnte und eine andere Seite zeigen konnte. Und dass Paul das auch mit seinem Buch euch transportiert hat. Ihr könnt Paul übrigens auch auf überall folgen. Humanitarian The Real Michael Jackson ist auch überall auf Instagram, auf TikTok, auf Twitter, auf YouTube. Eine eigene Homepage hat er, wo auch nochmal alles zusammengetragen ist mit Links. Und ich verlinke euch das hier natürlich auch rein, sodass ihr euch da in Ruhe auch nochmal mit dem ganzen Projekt auseinandersetzen könnt. Ja, an der Stelle sage ich danke, dass ihr durchgehalten habt. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare, wie ihr die Folge findet oder wie ihr die Folge fandet. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen, MJ Update Folge 16. Empfehle an dieser Stelle auch nochmal, wenn euch Book Reviews, Buchbesprechungen gefallen, empfehle ich euch nochmal Folge 3. Da habe ich über das Buch Populäre Irrtümer von Alex Gernandt, dem Bravo-Journalist, eine Folge gemacht. Guckt da doch gerne auch nochmal rein, wenn euch das interessiert. An dieser Stelle folgt mir gerne, like diesen Kanal und ich sage bis zum nächsten Mal und ich überlasse Paul die Abschlussworte und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Thank you again for your interest in Humanitarian The Real Michael Jackson. You can follow the pages on Facebook, Instagram, TikTok at Humanitarian MJ, or the website is humanitarianmj.com. And my social media contacts are at Mr. Paul DeWire. Thanks again, Harry, and hello to all the fans in Germany. Have a great day.